In diesem Video zeige ich euch, wie ich meine kurzen Haare jeden Morgen style. So, nachdem ich die Haare gewaschen habe, trage ich immer einen Leave-In-Conditioner auf. Dafür benutze ich den von Pureology, den Miracle Filler. Speziell für gefärbte Haare ist der perfekt, weil der wirklich jedes einzelne Pigment in den Haaren auffüllt und so dem Haar wieder richtig viel Kraft und Glanz gibt. Einmal ordentlich durchbürsten. Für all diejenigen, die sehr feines Haar haben, würde ich jetzt auf jeden Fall noch einen Volumenschaum auftragen oder zum Beispiel das Rock von Blind finde ich richtig super dafür. Und jetzt föhne ich die Haare erstmal trocken. Ganz wichtig ist dabei, darauf zu achten, wenn ihr sehr voluminöses Haar habt und eher eine glatte Struktur haben wollt, so wie ich, dass ihr auf jeden Fall die Haare immer in Wuchsrichtung runterföhnt und wirklich auch immer runterkämmt dabei. Für all diejenigen, die sehr feines und dünnes Haar haben und eher Volumen haben möchten, die sollten gegen den Strich föhnen, also entgegengesetzt der Wuchsrichtung und die Haare dann anschließend erst in die richtige Form legen. Dann so gut wie trocken sind, nehme ich mir nochmal die von Taya, die Rundbürste und föhne damit nochmal die Haare so leicht nach hinten, um so einen leichten Schwung raus aus dem Gesicht zu bekommen und vor allem, weil es auch den ganzen Spliss nimmt und die Haare noch glänzender aussehen lässt. Wenn ich die Haare jetzt vollständig trocken geföhnt habe, entscheide ich mich immer so ein bisschen für den Look, was ich haben möchte. Zum Beispiel trage ich von Davines die Styling Cream. Davon trage ich mir einfach so ein kleines bisschen in die Hand auf, verteile es großflächig in den Handflächen und gehe dann von den Spitzen anfangend bis hin zu den Ansätzen gleichmäßig durch die Haare. Wichtig ist auch, dass ihr die Seiten erwischt und auch unten drunter. Und damit bekomme ich eine richtig schöne Struktur hin. Die Haare bleiben in Form. Und so schnell ist auch schon mein Signature-Look fertig. So wie ich meine Haare jeden Tag style. Es geht wirklich immer rasend schnell. Was ihr natürlich auch noch alternativ machen könntet, ist die Haare etwas zu fixieren mit ein bisschen Haarspray. Gerade wenn ihr vielleicht Haare habt, die so ein bisschen leicht sich gern elektrisieren. Oder wenn die Haare auch vielleicht zu fein sind. Dann könnt ihr ein bisschen Haarspray benutzen und nochmal so perfekt in Form legen. Voila!